Moin, ihr geilen Säue. Ihr habt gerade das Spiel gestartet und ihr merkt, dass man angeln kann in Genshin. Ihr habt das vorher noch nicht gesehen, ihr habt davon noch nichts gehört und ihr wollt einen schnellen, kurzen Einblick, worauf es ankommt beim Angeln. Dann bleibt dran. Wir stehen jetzt hier vor unserem guten Freund Nantuk, der uns in das Angeln einleitet. Er stellt quasi die Tutorial-Mission dar, um mit dieser neuen Funktion auch zurechtzukommen. Er befiehlt uns, doch bitte einmal den einen oder anderen Fisch von dem anderen Ufer zu angeln. Warum auch immer es das andere Ufer sein muss. War auf jeden Fall eine Freude. Dann wird man alleine gelassen, man weiß nicht genau, wo kann man noch angeln und man hat nur begrenzte Menge an Ködern. Das erste, was man also tun sollte, ist neue Köder herstellen. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wo wir denn überhaupt noch andere angeln. Zunächst gucken wir uns einfach mal an, welche Köder sich herstellen lassen. Dafür gehen wir an den Alchemietisch, scrollen einmal ganz weit runter. Ich glaube, das ist fast die letzte Kategorie. Und dort finden sich dann die Köder. Wenn ihr gerade erst angefangen habt, ist dort allerdings nur der Fruchtpastenköder. Was bedeutet das? Wir können erstmal nur den herstellen. Ihr kriegt 10 Stück pro eine Frucht und ein Maiskolben. Weizen. Nee, genau. Ihr kriegt dann also 10 Stück. Ich habe davon direkt mal einige hergestellt. Ich bin, glaube ich, mittlerweile bei 1000 Stück. Die solltet ihr zunächst einmal herstellen, bevor ihr mit dem Angeln anfangt. Denn das ist so die Grundvoraussetzung, um diese anderen Rezepte für die anderen Köder freizuschalten. Um an die anderen Rezepte ranzukommen, gehen wir, sobald das Tutorial abgeschlossen ist, einfach zu Nantuk, reden mit ihm und ich stelle fest, ist da eine neue Quest freigeschaltet worden? Naja, reden wir mit ihm und finden in seinen Antwortmöglichkeiten auch die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Und dieser Mann verkauft den Rotpastenköder, Köder, dann den falschen Wurmköder und auch den falschen Fliegenköder. Diese drei wollen wir natürlich möglichst als allererstes kaufen. Wenn wir die haben, sind wir perfekt vorbereitet für alles Weitere und auch perfekt vorbereitet für das neue Event in Genshin Impact, das wir ein bisschen später thematisieren wollen. Wie ihr bereits seht, ist hier entscheidend, dass ihr diesen roten Fisch, den Medaka, dass ihr den einfach so oft wie möglich fangt. Ihr braucht 3 Stück pro Köder und die tauscht ihr dann ein. Das heißt, sie werden aus eurem Inventar entfernt. Was gilt es also zu tun? Wir suchen jetzt diese Angelstellen auf, die ich jetzt hier einblende. Die sind übrigens von Spieletipps. Da habe ich mir sie heimtückisch kopiert. Ich werde das auf jeden Fall mal erwähnen, dass das hier von Spieletipps ist und das verlinken. Auf jeden Fall vielen Dank für die Map. Sehr, sehr praktisch. Genau, an diesen Stellen seht ihr, wo wir angeln können. Wir gehen jetzt einfach mal beispielhaft zu dieser Stelle hier, um hier oben angeln zu können und dann zeige ich euch mal, wie wir da fortfahren. Und zwar sind wir jetzt hier, rennen einmal einen Tick weiter und sehen dann auch schon unten das Wasser so ein bisschen flimmern. Die Fische spawnen meistens einen Tick später, also davon nicht verwirren lassen. Ja, und da sehen wir auch schon einen von diesen roten, tollen Fischen. Die werden alle mit dem Standardköder Köter. Ich bin immer mit dem Hund irgendwie, keine Ahnung. Generell zum Angeln muss ich das erklären, ich weiß es nicht, ich kann es ja noch einmal machen. Linke Maustaste heißt gedrückt halten, heißt werfen. Dann könnt ihr, wenn ihr die Maus bewegt, einstellen, wo er landen soll. Mit Leertaste beenden wir das Ganze und mit der rechten Maustaste können wir den Köder einstellen. Genau, dann angeln wir also einen Fisch nach dem anderen, fangen von den roten, ich will mal gerade den blauen auch nochmal mit einfangen. Wir fangen also 9 von diesen roten Fischen aus diesen verschiedenen Spots, die ich euch gezeigt hatte. Fangt direkt auch gerne andere Fische, wenn ihr genügend Köder habt. Und dann fahren wir zurück zu Nantuk und würden dann entsprechend die Köder kaufen und die entsprechend herstellen. Die Zutaten hattet ihr vorhin schon gesehen, also da einfach ein paar Dinger produzieren. Am besten so um die 200-300 Stück. Heißt, ihr müsst nur 20 Mal quasi dieses 10er-Paket craften und dann seid ihr gut erstmal ausgestattet für das Genshin-Event. Und auch fürs Angeln generell. Ziel des Angelns soll am Ende sein, hier diese Windumarmung zu bekommen. Also eine stärkere Angel, womit man schneller angeln kann. Beziehungsweise ganz besonders auch sogar eine Waffe. Um uns der Waffe erstmal ein bisschen anzunähern, würde ich jetzt einmal kurz die Shops erklären. Und zwar haben wir in jeder Region, Mondstadt, Liyue und Inazuma, haben wir jeweils einen Angelshop, der verkauft gewisse Dinge.
Einmal haben wir den in Mondstadt. Wichtig ist, ihr müsst relativ nah ranscrollen. Ihr seht links mal eine Zoom-Stufe. Da sieht man ihn nicht. Und da sieht man ihn. Also man muss da, wenn man den suchen wollte, auf jeden Fall ganz nah an die Karte ran. So, wir können jetzt auf jeden Fall noch nach Liyue. Da ist der Shop ganz hier hinten am Steg. Und in Inazuma ist der Shop, hier, links am Rand. Also so ein bisschen außerhalb von der Stadt, wo ihr eure Abenteuerquests auch mal abholt. Wir starten allerdings jetzt einmal in Liyue, teleportieren uns hierhin und werden uns dann gleich hier wieder bei dem Yiawei wiedersehen. Der Bruder von Huawei übrigens, der hat auch nochmal einen eigenen Shop. Da gucken wir direkt mal rein, was verkauft der so Feines. Der hat einmal ein Geisterwolkenbecken, das kann ich mir gleich einmal sogar kaufen und können uns das nochmal gemeinsam anschauen. Und der hat einmal eine Wunscherfüllerangel. Heißt, in Liyue ist die einfach stärker und die im Mondstadt, die Angel, die ist in Mondstadt stärker. In Inazuma gibt es, soweit ich weiß, auch noch eine Angel, die ist in Inazuma stärker. Aber in Inazuma gibt es noch diese tolle Waffe und die gucken wir uns jetzt an. Die gute Kojirai Momiji hat einfach das interessanteste Angebot. Und zwar hat sie von den drei Händlern einmal, wie gesagt, die stärkere Angel. Zusätzlich hat sie der Fang. Eine unglaublich interessante Waffe. Sie erhöht die Aufladerate und erhöht damit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um 16%. Außerdem die kritischen Treffer, also die Rate der kritischen Treffer um 6%. Die Frage ist, wie das mit dem Verfeinern ist. Ich denke mal, dass das hier keine Verfeinerungsmöglichkeit gibt. Ihr seht, welche Fische wir dafür brauchen. Das ist einmal der hier, das ist der hier und das ist der hier. Heißt, wir müssen also auf diese Kois besonders achten, wenn wir die Waffe haben möchten. Außerdem haben wir noch Arkos Sake-Gefäß. Verfeinerungsmaterial. Was? Spezielles Verfeinerungsmaterial für den Fang. Ach so. Scheint wohl, als wäre das hier das Verfeinerungsmaterial für das hier. Heißt, wir brauchen davon einfach die richtigen Fische. Dann kriegen wir ja noch einen Damage von den Spezialfähigkeiten von bis zu 32%. Ist ja immer auf Verfeinerungsgrad 5 ist es ja immer der doppelte Wert. Und 12% mehr Crit Rate auf die Ult. Könnte schon ganz spannend sein. Sollten wir vielleicht im Auge behalten. Der Fisch sind soweit bekannt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig sagen, wo die sind. Die werdet ihr relativ schnell finden. Dieser Fisch ist allerdings ein bisschen seltener. Den gucken wir uns jetzt einmal genau an. Wir sind hier oben und der Fisch ist hier, auf diesen kleinen Peach-Inseln hier, diese kleinen Peach-Flecken auf der Karte. Da habe ich mir mal einen mobilen Teleportpunkt hingesetzt und da teleportieren wir uns einmal direkt hin. Dieser Ort ist ziemlich speziell, weil hier Gegner sind. Diesmal greifen sie mich leider an, das ist ein bisschen belastend. Problem ist, das Wasser ist elektrifiziert und die Gegner müssen erstmal aus dem Weg geräumt werden. Am besten weit weg von diesem mittleren Punkt, wo ich den Teleportpunkt gesetzt habe. Am besten ihr geht irgendwie hier hin oder dahin und tötet erstmal alle Gegner. Dann könnt ihr angeln. Und das müsst ihr jeden Tag machen, wenn ihr da angeln wollt. Es ist eine Katastrophe. Aber wenn ihr es dann erledigt habt, dann müssten in diesem Bereich hier, wo diese Wellen leicht zu erkennen sind, müssten jetzt diese seltenen Fische sein. Problem jetzt ist, durch den Kampf haben sie sich wohl verzogen, die Fische. Und ich blende euch einfach mal alternativ eine andere Sequenz ein, die ich mal separat aufgenommen habe. Dort kann man ganz schön erkennen, dass diese Fische einfach unglaublich schön sind. Und wie man in dem Kampf erkennen kann, sind diese Tiere auch nicht mal so einfach zu fangen. Die haben auch noch so einen orangenen Modus, der dafür sorgt, dass wenn ihr die linke Maustaste drückt, um die Tension zu erhöhen, dass da einfach größere Sprünge gemacht werden. Das heißt, es ist empfindlicher. Es ist also schwieriger, in so einem kleinen Umkreis sich aufzuhalten und dementsprechend ist der Fisch ein bisschen schwieriger zu fangen. Jedoch ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier einmal täglich hinzukommen und zumindest diese Fische zu fangen, weil die ja etwas seltener zu sein scheinen. Und immer diese Kackgegner besiegen müssen. Einfach toll. Dann kommen wir aber noch zum Event. Das habe ich euch versprochen. Das gucken wir auch nochmal kurz an. Das ist im Grunde auch relativ ähnlich zum normalen Angeln. Hier ist einfach nur der Unterschied, dass man natürlich wie immer eine entsprechende Belohnung erreicht. Also man hat dann immer
gewisse Anforderungen, zum Beispiel hier, fange innerhalb der vorgegebenen Zeit 5 Zuckerblumen-Medaka, das sind diese ganz kleinen Kackfische, wo ich die ihr in Gelb, die ihr als rote Version benötigt, um eure Köder freizuschalten. Fange innerhalb der vorgegebenen Zeit 3 Fische beliebiger Fischarten und fange innerhalb der vorgegebenen Zeit 2 Zuckerblumen-Medaka. Also ziemlich einfache Quest, das sind glaube ich 2 Minuten Zeit, die man hat und dann fängt man sich die Dinger zusammen. Da habe ich tatsächlich noch nicht angefangen mit unbegrenzter Angelmaschine. Vielleicht kann ich das ja mal im Zeitraffer an gegebener Stelle kurz einblenden, damit wir hier auch wirklich zu einem kurzen Beispiel kommen. Genau, also bis gleich. Puh, jetzt haben wir 10 Fische gefangen. Einer davon war so einer von dieser ganz billigen Sorte. Die anderen waren alle die relativ einfach zu fangenden Fische. Also einmal der braune Schmetterlingsfisch, den haben wir 9-fach gefangen und einmal den Zuckerblumen-Medaka. Ich habe jetzt leider vorher nicht geguckt, welche Aufgaben wir genau hatten. Beliebig viele Fischarten sollen wir fangen. 2 Fische beliebig vieler Fischarten. 4 Fische beliebiger Fischarten und 6 Fische. Wir haben jetzt 10 gefangen. Und wir haben sogar 2-mal Fehler gemacht. Also ich denke, dass das für jedermann eine relativ einfache Sache sein soll. Dafür kriegen wir jetzt hier schön die Primogems, die 30.000 Mora und eines Helden Weisheit, was natürlich ganz sexy ist. Also ihr braucht nur einmal die Challenge machen, da habt ihr es quasi für alle Zeit erledigt. Fürs Event kommt jetzt täglich eine neue Challenge raus, heißt wir haben heute schon wieder eine neue zur Verfügung. Dann kommt in 15 Stunden eine, in einem Tag eine, in 2 Tagen eine, in 3 Tagen eine. Sieht also quasi so aus, als wäre es ungefähr täglich. Da euch beim Angeln vielleicht das ein oder andere eben schon aufgefallen ist, möchte ich das nochmal ergänzen. Ihr solltet niemals die Angelrute auf den Fisch raufwerfen. Ihr werft niemals auf den Fisch rauf. Dann schwimmt er weg. Da habt ihr eine Zeit lang erstmal nicht die Möglichkeit, diesen Fisch zu fangen. Und dann solltet ihr auch direkt wieder einziehen. Werft immer so einen kleinen Tick in die Richtung, wo er hinguckt. Zack. Und dann beißt er direkt an. Weil dann verliert er nicht viel Zeit. Dieses lange Rumgewarte ist leider nicht sinnvoll. Und dann immer so ein bisschen die Maus klickern, damit das hier entsprechend ganz einfach vonstatten geht. Man kann immer grob schon die Richtung antizipieren, also die Fische haben gewisse Verhaltensweisen, dass man am Zugmuster an diesen Balken erkennt. Das soll ja darstellen, wie der Fisch sich gerade verhält unter Wasser. Und man kann anhand des Fisches schon grob, finde ich, vorausahnen, wohin der Balken als nächstes geht. Was mir gerade noch bewusst wird, was ich auch gerne noch ergänzen möchte, ihr könnt die Challenge-Spots während des Events nutzen, um eure Fischvorräte komplett aufzufüllen. Finde ich einfach ultra, ultra spannend. Das ist wirklich sinnvoll und solltet ihr nutzen, denn ihr habt sonst immer eine begrenzte Anzahl von Fischen pro Gewässer und die werden immer täglich neu gespawnt. Heißt, ihr seid da begrenzt. Jetzt gucken wir uns abschließend noch einmal das Geistwolkenbecken in der Kanne an. Großes Becken zum Züchten von Fischen. Schön. Herstellen. In die Warteschlange gehen, come on, und abholen. Zack, fertig ist die Wolke. Und dann gucken wir uns das mal in der Kanne an. Ja, wie immer ist die Suche ein bisschen schwierig. Wir sind hier bei Dekoration für draußen und dann sind wir hier im Bereich, was ist das? Fischbecken. Hoi, 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 hoi. Das ist ein richtiges Tier hier. Mein Gott. Ja, da müssen wir direkt nochmal hier den Swimmingpool ein bisschen versetzen. Und dann kann man diesen riesen Genuss eines Fischbeckens doch mal hier platzieren. So, mein Gott, da bin ich mal gespannt, was man damit so jetzt anstellen kann. Holy shit, holy moly. Ja, wir gehen einfach mal hier rüber. Da kann man bestimmt jetzt irgendwie die Fische züchten. Ach da, guckt euch das mal an. Dann machen wir da einmal den Lungenstichling rein, den goldenen Koi, 2-fach und davon jeweils ein. So. Und dann schwimmen die hier rum. Ist das schön.
Finde ich cool. Finde ich im Grunde ganz cool. Ein bisschen schade ist, dass es so viel Platz wegnimmt, ne? Ob das jetzt sein, ja, hätte sein müssen, I don't know. Das ist ein bisschen schwierig. Aber Fische züchten, gute Frage, was das jetzt bedeutet. Kann man damit jetzt wirklich neue Fische denn bekommen, wenn man die da reintut? Das ist irgendwie nicht so ganz klar. Also im Grunde steht hier nur, Zierfische, die durch Angeln gefangen werden, können in dieser Art von Becken gezüchtet werden. Gezüchtet heißt für mich, dass da einfach auch neue Fische draus werden. Züchten ist für mich nicht halten. Aber das ist wirklich wohl so eine Brutplantage, nenne ich das mal. Hier steht auf jeden Fall, genau, hier. Die Zierfische darin wachsen langsam, behalten aber ihre ursprüngliche Vitalität, ohne dass der Besitzer sich zu sehr darum kümmern muss. I don't know. Und mit dieser Frage verlasse ich dieses Video. Wenn jemand eine Ahnung hat, was das ist, was das bedeutet, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, wäre mir ein sehr großes Freudentänzchen wert, denke ich. Auf jeden Fall, habt noch einen entspannten Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.